Ja, alle ins Stadion kommen. Wir brauchen euch. Morgen zählt's. Herzlich willkommen zum Pressegespräch vor dem Spieltag mit dem Heimspiel gegen den SC Rissasee und dem Auswärtsspiel bei den Star Bulls Rosenheim. Zu meiner Linken unser Cheftrainer Petri Kujala, zu meiner Rechten unser Spieler Alexander Baum. Ja, Petri, wichtiges Spiel, Freitag zu Hause gegen Rissasee, Sonntag in Rosenheim. Was sagst du zu den beiden Gegnern? Ja. Die zwei nächsten Playoff-Spiele. Wie gesagt, Endspielcharakter jetzt jede Wochenende. Beide sehr, sehr starke Gegner haben momentan gute Phase eigentlich. Beide haben öfters mehrmals gewonnen. Aber das ist genauso wie bei uns. Wir haben eigentlich auch eine gute Phase. Haben dreimal auswärts Punkte geholt und das wollen wir auch in Rosenheim am Sonntag. Aber wir schauen natürlich erst auf Garmisch, die einen Punkt vor uns sind. Und am Freitag wollen wir zwei Punkte vor dem stehen. Baumi, was sagst du zu den beiden Gegnern vom Wochenende? Jetzt haben wir aus den letzten 11 Spielen 8 Siege erreicht. Jetzt haben wir zu Hause ein wichtiges Spiel, Auswärtsspiel in Rosenheim. Was denkst du über das Wochenende? Ich denke auch, jedes Spiel ist ein Endspiel für uns, wenn wir dahin wollen, wo wir gerne stehen würden. Und wir müssen hart arbeiten, um jedes Spiel zu gewinnen. Und ich hoffe, unser Lauf geht weiter am Wochenende. Ja, gibt es von euch Fragen an den Baumi? Ja, du bist ja im ersten Jahr jetzt auch beruflich unterwegs. Wie gelingt dir denn so die Umstellung, das mit Hockey zu verbinden, nachdem du ja vorher deine ganze Konzentration aufs Hockey legen konntest? Im Moment eigentlich relativ gut. Ja, ich bin jetzt hier beim EC im Büro zwischendurch. Also es ist nicht so, dass ich jeden Tag 8 Stunden arbeiten muss plus Training. Das ist schon ganz gut aufgeteilt. Ich habe meine Aufgaben hier, ich habe meine Aufgaben beim Nachwuchs, sprich Training mit Kindern. Und hier oben ein bisschen Büroarbeit. Der Petri unterstützt mich vorbildlich in Sachen Schule. Ja, da gibt es nie Diskussionen, wenn ich mal später komme oder sogar mal ein Training gar nicht komme. Da bin ich sehr dankbar. Das ist ja zu Oberliga-Zeiten beim Publikum oft der Buhmann. Im letzten Jahr hast du eine super Saison gespielt. Und am Sonntag bist du für das Tor gefeiert worden, wie eine Kultfigur. Wie gehst du denn damit um, dieser Wandel, diese Anerkennung beim Publikum, die eigentlich jahrelang nicht da war? Naja, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich meine, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Ob jetzt, ich kann es nie allen recht machen, das wird auch nie so sein. Und es ist, jeder hat das Recht, sich zu äußern. Und wenn es einem nicht gefällt, dann kann er das auch gerne sagen. Soll er auch. Und ansonsten, also generell ist es ein schönes Gefühl, wenn man gefeiert wird, ein Tor schießt. Aber immer in dem Spiel hätte ich es wahrscheinlich gerne für 3 Punkte eingetauscht. Ist das ein Problem, wenn man längere Zeit auf der Bank sitzt und dann reinkommt und sofort Leistung bringen muss? Da fehlt bestimmt der Rhythmus. Ja, es ist anders. Also von meinen Oberliga-Zeiten 40 Minuten Eiszeit wahrscheinlich, das hat sich ja immer reduziert, also es war ja jetzt nicht von 40 auf 5 oder manchmal auch gar nicht, aber generell ist es klar, es ist für ältere Spieler sowieso schon ein bisschen schwerer, wenn man nicht direkt im Spiel ist, dann aufs Eis zu gehen und man kann immer arbeiten und laufen, aber also es ist schon schwerer. Wie alt bist du jetzt? Ich werde 34. Wie lange geht diese Lehre und diese Ausbildung insgesamt? Ich hoffe, die geht nur noch 2 Jahre. Was hast du dann, willst du dann beim EC weitermachen? Ist das noch unbestimmt? Kannst du das vorstellen? Ja, es gab schon mal ein paar Gespräche und also ist noch nichts Festes. Ich würde natürlich gerne hier bleiben und ich denke auch, dass der Verein, wenn ich die Ausbildung abgeschlossen habe, auch weiter mit mir arbeiten möchte, auch als Bürokraft. Der Baumi hat besitzt eine Option von unserer Seite, die gekoppelt ist an seine Ausbildung und momentan sind wir sehr happy, wie das alles läuft, der Petri mit der Schule und mit allen Sachen, wir kriegen das alles ganz gut unter einen Hut, was man vielleicht auch nochmal herausstellen muss, auch wenn der Baumi mal eine Zeit lang nicht so viel Eiszeit gekriegt hat, weil auch jüngere Spieler zum Zuge kamen, war der Baumi immer sehr positiv.
Das ist bei manchen Spielern nicht so der Fall, wenn sie weniger Eiszeit haben, aber auch das, der Dank, den der Baumi in die Richtung ausgesprochen hat, der kommt jetzt eben in die andere Richtung auch wieder zurück und ich glaube, das Gesamtkonstrukt passt da ganz gut. Ich glaube, der Baumi ist auch jetzt mehr gefragt, als je zuvor waren jetzt die ganze Ausfälle und so weiter, das und so, Moskau und so weiter, kommen jetzt wieder verstärkt ja als Stammspieler zum Zug, oder sehe ich das falsch? Ja, die Rolle erfüllt er ja sehr gut, oder? Ja, das ist, wie gesagt, Baumi hat jetzt zum Beispiel Weihnachten rum, war ein paar Wochen krank, dadurch hat natürlich Goran Bandic wieder seine Vorteile gehabt, hat gut in der Phase gespielt, da hatte wir Börelich den Spieler, aber wie gesagt, er ist ein erfahrener Spieler, der auf der Bank immer positiv geblieben ist und anderen unterstützt hat und natürlich ist es schwer, insbesondere, ich glaube, es ist für ältere Spieler noch schwerer, einfach nur reinzuspringen, wie der Baumi gesagt hat, wenn man weniger Eiszeit gehabt hat, aber letzte Woche hat er sehr gute Leistungen gezeigt und hat im Prinzip seinen Platz wieder verdient. Baumi, hast du in letzter Zeit schon mal so, ist bei der anderen zweite Heimat, wie lange bist du jetzt schon hier, kannst du das so sehen? Du warst ja aus Herne klar gekommen? Iserlohn, also komme ich ursprünglich her, ja. Hier bin ich jetzt seit 8, 9. Ja. 8 oder 9 Jahre, ja. Ist das deine zweite Heimat geworden? Hast du da oben auch in Löwenberg gewohnt? Ja, nicht zweite Heimat. Nauheim ist meine Heimat geworden. Ich bin hier sesshaft. Meine Frau kommt von hier. Und ich werde auch nach meiner Karriere nicht wieder zurück nach Iserlohn oder so, sondern schon in Nauheim. Noch da oben auch alles weg? Nein. Nein. Gut. Wie erklärst du dir denn die fehlende Stabilität nach einer Führung? Das ist oftmals sehr eng. Das ist eine gute Frage. Wenn wir das wüssten oder irgendeiner da eine Erklärung für hätte, würden wir da wahrscheinlich sofort was dran ändern. Aber es ist wahrscheinlich einfach nur eine Kopffrage. Bei allen. Friedrich, hast du diese Überheblichkeit oder Anführungsstriche Überheblichkeit nach der klaren, oft 3:0 Führung, kommt ja oft vor, frühe Führung. Wie kann man das in den Griff kriegen irgendwie? Ja, ich glaube, es ist die zum Beispiel letzte Wochenende, wenn man gegen Krimic schaut, dass man aus dem Kopf kriegt, dass man den vierten Tor sofort schießen muss und dann konzentriert defensiv spielt, die Scheiben konsequent tief bringt und nicht versucht, jeden 1-gegen-1 Situationen zu nehmen im Mitteldrittel oder ein bisschen weniger Risiko, aber trotzdem noch weiterspielen. Jetzt mal leinhaft gefragt, wenn du 3:0 führst, so einfach geht es mit klar, kann man jetzt sagen, hier Jungs, jetzt macht mal langsam, jetzt konzentriere dich erstmal auf das. Nee, das ist eben das ist das, was wir machen. Das ist aber nicht das, was wir sagen. Also wir wollen immer weiterspielen mit den gleichen, wie wir angefangen haben, aber irgendwie ist es in den Köpfen dann drin, dass 3:0, wir müssen vielleicht ein bisschen defensiver spielen und dann kommt ganz oft diese Defensivverhalten, wenn es nicht vorne anfängt mit gutem Vorcheck, dann endet es meistens mit Chaos im Mitteldrittel und eigenen Drittel und wir bringen den Gegner selber ins Spiel. Gut, dann bedanke ich mich für die Anwesenheit und für die Fragen, wünsche allen Fans ein schönes Spiel gegen den SC Rissasee, unterstützt die Mannschaft lautstark, damit wir morgen das wichtige Spiel gewinnen. Danke und auf Wiedersehen.